Hallo Freunde der leichten Unterhaltung und ja, zu einem neuen Let's Play Projekt. Und zwar Fahrenheit, die Indigo Profeci Remastered Edition. Das Spiel kam eigentlich 2005 raus, für PlayStation 2, Xbox und für PC. Hat jetzt auf Steam, wurde 2015, also in diesem Jahr, diese Variante, diese Indigo Profeci Remastered HD Variante nochmal produziert. Und es ist ein interaktiver Film, so wie es also schon wer die Spiele kennt, Heavy Rain, Beyond Two Souls, die auf der PlayStation ja waren, von Quantic Dream, dem Macher dieser Spiele, ist also eben auch Fahrenheit von dem Erfinder David Cage, der auch alle drei Titel gemacht hat. Und ja, ich dachte mir, da ich es noch nie gespielt habe, immer nur bislang, glaube ich, Videos gesehen habe, warum versuchst du es nicht einfach mal? Und dann als Let's Play-Projekt, gerade jetzt, nachdem ja FIFA 15 so wunderbar abgekackt ist, seht ihr also da auch jetzt immer zwei Folgen wenigstens pro Woche. Und ich habe mal schon kurz ins Tutorial reingeschaut. Verzeihung. Und deswegen denke ich mal, das tue ich euch jetzt nicht an. Es ist zwar lustig, dadurch, dass man den Erfinder David Cage zuschauen kann, wie er uns die Befehle gibt, was wir zu machen haben. Aber ich glaube, wir gehen einfach ins Spiel hinein, ohne großes Vorreden. Und ja, mal gucken. Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben die Welt, um uns zu verstehen, aber wir sehen nur ihr Äußeres, wie sie zu sein scheint. Ich war einst genau wie sie. Ich glaubte an die Menschheit, die Zeitungen, Soapserien, Politiker und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Lucas Kane. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes, dem etwas Ungewöhnliches widerfährt. Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht war es mein Schicksal oder mein Karma oder sonst was. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mir so sein wie früher. Es begann alles genau hier. Wo auch sonst. New York, die Hauptstadt des Universums. Das Schachbrett, auf dem das Schicksal seine letzte Partie spielen würde. Ich war nur eine von vielen Figuren, die beliebig übers Brett geschoben wurden. Bis zu dem Abend, an dem mein Leben ein einziges Chaos wurde. Ich habe erst gerade gedacht, das ist ein Schiff, was hier im Wasser ist, aber es war doch nur die Freiheitsstatue. Angelo Badalamenti. Oh, wer die Serie Twin Peaks oder Filme von David Lynch kennt, wird wissen, wer das ist. Der Rabe sprach nimmer mehr. Oh, ist als ob da eine Zunge aus dem Klo hängt. Alles vorbereitet sein. Sofort in jeder Sekunde. Wach hier. Das hat das Tutorial mir schon gezeigt.
Ja, ein bisschen Assassin's Creed, ja. Ach, kriegt er nicht mit. Und in dem Tutorial meinte David Cage auch, man kann jeden Hauptcharakter spielen und man soll halt nachdenken, welche Entscheidung man fällt. Come with me when you want to live. Was habe ich getan? Okay. Jetzt sind wir schon mal depressiv. Das ist ja schon mal super. Ja, du haust ab. Ich wollte das nicht. Es war wie ein Traum. Ja, den Anfang, der sagt mir was. Schnell. Ich muss hier weg, bevor jemand reinkommt. Diesem oben rechts am Bildschirm sehen ist, die Fortschritt automatisch auf der Festplatte gespeichert. Das ist gut. Ich bin blutverschmiert. So kann ich nicht rausgehen. Außer Betrieb. Naja, dann nimm den anderen. Okay. Ja, also wie gesagt, wer Heavy Rain kennt, Beyond Two Souls, habe ich selber nicht gespielt, aber Heavy Rain. Der wird das ganze Mechanik auch kennen, genauso ja auch The Walking Dead. Da war das ja auch so. Ui, da muss ich noch ein bisschen jetzt hier dran feilen. Hätte ich das erst machen sollen und mich dann waschen. Okay. Hat's auch keiner gesehen? Nee, ist ja auch nicht weiter schlimm. Jetzt werden wir noch versuchen, nach Uffischen hier. Achso. Hä? Oder? Nee. So geht's nicht. Aber wie mache ich denn jetzt? Ja, man muss es ja erst lernen. So. Aber reicht das wirklich aus? Erstmal pinkeln gehen in Ruhe, wa? Ich glaube, ich habe Schwierigkeitsgrad auch normal gelassen. Oh je, oh je. Scheiße. Ich blute. Ich muss mir mit dem Messer die Gelenke aufgeschlitzt haben. Und auch beide Vorderarme. Egal, wir hauen jetzt ab hier. Wir machen, dass wir rauskommen. Nein, 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 nein. Lalalala.
Rechnung. Ich muss weg. Ich muss dieses Viertel schützen. Niemand verlässt das Lokal. Es wurde gerade ein Verbrechen begangen. Bitte bewahren Sie die Ruhe und warten Sie hier, bis die Polizei eintrifft und Ihre Papiere überprüft. Ich hoffe, ich kann das Taxi hier nehmen. Puh. Hier ist doch schon mal was. Nach Brooklyn. Sieht man ja die eigene Hand nicht bei dem Schneegestöber. Netter Mensch. Doc Steiner. Doc Steiner, okay. Wieso warten die eigentlich immer, bis ich nachts Dienst habe, um sich gegenseitig abzumurksen? Tyler, in New York wird jeden Tag einer umgebracht. Aber vor allem dann, wenn ich nachts Dienst habe. Als ob sich alle Psychopathen untereinander absprechen. Könntest du vielleicht drinnen weitermaulen? Dann friere ich mir wenigstens nicht alles ab. Interessante Karaffenbull. Du bist der Boss, Carla. Gut. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist die Ego-Perspektive. Damit können wir rumswitchen. In meinen 5 Dienstjahren habe ich manche Leiche gesehen. Aber trotzdem gewöhnt man sich nicht wirklich dran. Man lernt nur, damit umzugehen. Ich weiß noch heute nicht, ob es die Müdigkeit, die Kälte oder sonst was war. Aber ich erinnere mich genau an das ungute Gefühl, mit dem ich das Restaurant betrat. Als hätte ich bereits gewusst, dass diesmal irgendwas anders war. Hm. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal Alles rein. Klar, McCarthy? Guten Abend, Inspektor. Ich habe auf Sie gewartet. Hallo, Tyler. Hi, Martin. Und? Was war los? Totschlag. Durch Messerstiche, wenn ich mich nicht täusche. Geschah anscheinend in der Toilette. Der Täter ist entkommen. Hat jemand den Mord gesehen? Nein, niemand hat was gesehen. Außer den komischen Kauz, der verschwand kurz bevor ich die Leiche fand. Gibt es Zeugen? Ja, ich. Ich war zur gleichen Zeit in der Toilette wie der Täter. Bis ich aber die Leiche fand, war er bereits verschwunden. Was taten Sie hier? Hatten Sie Dienst? Nein, ich war nur zufällig hier, als der Mord geschah. Ich komme oft nach der Arbeit hierher. Kate's Café ist der beste in ganz East End. Ist das da drüben die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Wenn Sie mir einen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Danke für Ihre Hilfe, Martin. Verdammt guter Kaffee. Gehen Sie nach Hause, um abzuschalten. Kenn ich auch woher. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte Sie lieber nach Hause bringen. Ah, alter Schimmel. Rechts am Bildschirm sehen, können Sie Charakter wechseln. Drücken Sie Taste 2. Wenn Sie Charakter möchten. Okay. Was macht denn hier gerade? Ja, dann machen wir mal bei ihm. Damals wussten wir noch gar nichts. Wir fanden bloß, dass es kalt war. Hätte ich es gewusst, wäre ich in der Nacht sicher im Bett geblieben und wäre erst wieder rausgekochen, wenn alles vorbei gewesen wäre. Aber da liegt der Haken. Wüssten wir bereits im Voraus, was passiert, würden wir nie mehr das Haus verlassen. Jetzt mal ganz ehrlich, das Spiel ist von 2005. Guckt euch mal die Handys an. Ist das vielleicht die neue Variante dann davon? Wer weiß, wer weiß. Okay, der andere bleibt stehen. Während wir hier uns jetzt umschauen können. Tasse Kaffee gefällig? Nein, danke, Martin. Jetzt nicht. Mehr nicht? Okay. Tyler arbeitet seit fast einem Jahr mit mir. Er gehörte zu den Banden in der Bronx, bis er beschloss, Polizist zu werden. Grinsefresse. Er kann zwar unberechenbar sein, aber er ist ein prima Kerl. Hast du was gefunden, Tyler?
Dafür müsste ich die Augen aufhalten können. Hey, du hast Nachtschicht. Danke für deine Hilfe, Tyler. Na, der ist wirklich nicht... Tyler ist nicht geiler. So. Wir können uns also auch hinsetzen, wie man sieht. Was seid ihr jetzt hier? Fragen wir mal die hey Leute. Hey Garrett, hey Frank, alles klar? Schon die hey Leiche Carla. Bekundschaftet? Hey Carla. Und? Habt ihr was gefunden? Wir haben eine Menge Proben genommen. Sind so gut wie fertig. Wir haben nur noch auf euch gewartet, bevor wir die Leiche wegnehmen. Okay, lasst mal sehen. Sind nicht, glaube ich, die beste Synchronarbeit, wenn ich das so hier mitkriege. Kate? Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Arbeiten Sie hier schon lange, Kate? Es sind jetzt schon fast 11 Jahre. Hier haben wir schon so gut wie alles gehabt. Obdachlose, Junkies, alles. Selbst die Kasse wurde mehrmals geklaut. Aber Mord? Noch nie. Armer John, er war so ein lieber Kerl. Könnten Sie mir etwas über den Gast sagen, der kurz vor Entdeckung der Leiche wegging? Es war ein ganz normaler Mann. Ehrlich gesagt beachtete ich ihn nicht weiter. Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Ich sah ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. Sie haben ihn doch bestimmt offert. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Zu essen oder zu trinken gehen. Was tat der Mann, bevor der Mord geschah? Er war bereits eine ganze Weile hier. Ich glaube, er las. War John alleine hier? Sprach er mit jemandem? John kam immer alleine. Wir sprachen meist über das Wetter, seine Arbeit. Halt das Übliche. Er sprach nie mit jemand anderem. Hatten Sie den Eindruck, dass John und der Verdächtige sich kannten? Nein, das glaube ich kaum. Der Mann war bereits eine Weile hier, als John eintraf. Sie sprachen nicht miteinander. Nein, ich würde eher sagen, dass John ihn nicht kannte. Haben Sie etwas gehört, während John auf der Toilette war? Irgendwelche Kampfgeräusche oder Schreie? Nein, ich habe nicht bemerkt. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott! Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Es ist ein ziemlicher Schock für Sie. Aber nur Sie können uns helfen, den Täter zu fassen. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar. John stand auf und ging zum Toilettenraum. Der Mann muss ihm gefolgt sein. Als er zurückkam, fiel mir auf, dass er noch nicht bezahlt hatte. Kommt oft vor, dass die Leute zu zahlen vergessen. Deswegen achte ich genau darauf. Was geschah dann? Der Typ lief einfach ohne zu zahlen weg. Erst als Martin Johns Leiche fand, begriff ich. Ist Ihnen an John vielleicht irgendetwas komisch vorgekommen heute Abend? Wirkte er besorgt oder gestresst? Dass Sie noch Ihre Handschuhe anhaben. So kalt kann es da drin ja nicht sein. Er machte sogar einen Scherz, als er reinkam. Glauben Sie, Sie könnten den Verdächtigen wiedererkennen? Das Gesicht vergesse ich nie. Sehr gut. Könnten Sie morgen auf die Wache kommen, um eine Fahndungsskizze des Mörders zu erstellen? Klar. Ich werde alles tun, was Sie irgendwie weiterbringen könnte. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Kate. Ich hoffe bloß, Sie finden dieses Schwein. Solche Leute verdienen die Todesstrafe. Ich verspreche Ihnen, wir werden alles tun, um ihn zu fassen. Gehen Sie jetzt heim und ruhen Sie sich aus. Ich wäre besser, wenn ich erst die Leiche angeguckt hätte, bevor ich mit ihr sprechen sollte, aber nun gut. Was, sie hat keinen Mantel oder irgendwas? Da schauen wir uns mal hier um. Wo Lucas Kane gesessen hat. Hier ist seine Gabel. Aber wo ist das Messer?
Eine Tasse Kaffee und eine Cola. Komisch. Entweder ist er koffeinsüchtig oder er war nicht allein. Mit sich selbst. Ein Buch. Der Sturm von Shakespeare. Wenn das dem Mörder gehört, liest er aber ungewöhnliche Bücher. Geralt, da liegt ein Buch unterm Tisch. Überprüf's auf Abdrücke. Geht in Ordnung. Angespannt. Na nun, der Kaffee steht nicht auf der Rechnung. Okay. Dann gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Ja, gießen wir uns mal halt ein, genau. Schön. Sollte er vielleicht machen hier, Tyler, damit er mal wach wird. Ah, ist ja noch angespannter, ne, Suppi. Soll er mal vielleicht noch was trinken. Ist er gleich fertig mit den Nerven. Gut. Dann auch mal ein bisschen schneller. Und gucken uns mal hier auf der Toilette um. Ach, jetzt kommt Tyler auch mit, okay. Mehrere Wunden links in der Brust, in der Nähe des Herzen. Scheinen Messerwunden zu sein. Sonst wieder aussieht nix. Machen wir mal die Ding hier auf. Kein Zeichen von Kampf. Das Opfer ist wohl überrascht worden. Na? Warum ist hier Blut? Hast du was gefunden? Könnte sein. Ich verstehe nur nicht, warum hier Blut ist. Vielleicht vom Opfer? Wohl kaum. Lass es von Geralt analysieren. Dann wissen wir mehr. Genau. Warte, kann sie hier erstmal sich auf Toilette? Ach nee, das noch was. Schon mal daran gedacht, Klempner zu werden, Carla? Schon mal dran gedacht, Komiker zu werden, Tyler? Nun, man hat mir schon oft gesagt, ich sei witzig. Hm. An dem Mob ist Blut. Damit muss er den Boden gewischt haben. Aber wieso? Dabei hätte er leicht überrascht werden können. Tja. Mensch, jemanden in der Toilette abzustechen. Echt verrückt. Ist ganz schön riskant gewesen. Hätte schließlich jederzeit einer reinkommen können. Alter, du sollst Seehofer von dir. Oh, ja, sitzt noch alles? Alles noch fest? Sonst ist hier nichts. Ach, da liegt das Messer. Ein blutiges Tafelmesser. Offensichtlich die Tatwaffe. Der Mörder nahm das Messer vom Tisch, um das Opfer zu erstechen. Dann kann es wohl kaum eine vorsätzliche Tat gewesen sein. Tyler, überprüf bitte, ob Geralt Fingerabdrücke vom Messergriff genommen hat. Er soll auch das Blut an der Klinge analysieren. Okay. Okay. Vielleicht war es ein Racheakt. Oder ein Verrückter. Die gibt's in dieser Stadt echt überall. Als ich noch in der Bronze war, habe ich Typen gesehen, die dir wegen einem Paar Schuhe glatt den Bauch aufgeschlitzt hätten. Tyler, halt mal 2 Minuten lang die Klappe. Genau. Apropos Tyler. Kann er jetzt hier noch irgendwas? Ja, nee, ist klar.
sowieso erstmal im Spiegel begutachten. Ich glaube, hier am Waschbecken ist Blut. Der Mörder hat sich vielleicht noch gewaschen. Ja, vielleicht. Okay, das konnte weißt man eben. Ob die Familie Bescheid weiß? Glaube ich kaum. Ah, klar, ich verstehe. Ich kümmere mich drum. Also, die sieht aus wie Sachen, die man mit ihr nicht eben. Tyler? Was denn? Ist doch schließlich eine Toilette, oder? Nein, das ist ein Tatort. Tatort-Toilette. Okay, schon gut. Muss der ganze Kaffee gewesen sein, mit dem ich mich wach halte. Oh, okay. Könnte er sich vielleicht bitte die Hände waschen? Alter. Warte mal. Ja, das andere ist out of order, wa? Ja. Was machst du denn da bitte, Tyler? Nach Hinweisen suchen, was sonst? Das wäre eine optimale Rolle im Film für Eddie Murphy, sag ich mal. Komisch. Was? Der Täter hat weder die Kreditkarte noch die $100 Bargeld genommen. Er war anscheinend nicht auf Kohle aus. Also ist auf jeden Fall schon mal ein interessantes Ermittler-Duo, wenn ich mal so sagen darf. Ja, auch da drücken wir natürlich rauf. Sehr gut. Das Fenster kann man nicht weiter beobachten, ne? Okay, dann gehen wir nochmal zurück zu ihr, weil ich würde nochmal gerne wissen. Sie kann da nur angucken, ne? Und ansonsten kann sie aber hier nichts machen. Gut. Freunde, ich würde sagen, das war die erste Folge. Wir werden jetzt hier mal stoppen. Können wir eigentlich von hier aus speichern? Option. Schwierigkeitsgrad habe ich normal, automatisch speichern an. Ja, dann würde ich mal sagen, hier machen wir mal den Cut. Das war die erste Folge von Fahrenheit. Und ja, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.